Keine Ahnung, ob man hier streamen darf. Okay. Ja, schaut doch schon geiler aus, das. Stay with you, ja, Toyota. One hat das ist der andere. Ciao. Ah, oh, eine mit Elektrik. Ah, okay, das sind Elektroroller. Ah, ja, stimmt. Ja. Oh, die schauen aber noch. Die schauen noch pfiffig aus. Ah, okay. Ja. Der schaut geil aus. Elektro. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da so. Swag. Kennt ihr Swag? Swag. Marke hört sich auch geil an. Swag. Swag, Swag. Okay, aber rüber zu den Prachtstücken hier mit Benzin oder Diesel. Der schaut geil aus. Schauen wir wegen der Sonne. Ja, da, die haben auch das Preisschild korrekt angebracht. 857.000. Da haben wir. Ist alles so klein. Oh, das sind 2,4 Pre-Runner. Da auch mit der Einstiegsschwelle, vier Türen. Da, Felgen sind auch nicht schlecht, alles schön einheitlich, 24.000 Euro, kannst du nicht viel sagen, ne? Und ich glaube, gut, doch, sie hat geöffnet, ist sogar Automat. Wow, schaut auch innen, schaut er nicht schlecht aus. Oh, der riecht auch ganz geil. Fast wie beim Essen, he? Wenn ich immer sage, das riecht gut. Der riecht nicht schlecht. Ja, da kannst du nichts sagen. Du für den Preis mit Automatikgetriebe, hey, der ist die 100, der sieht 10-mal geiler aus als vorher bei Isuzu. Und er ist etwa 150 bis 200.000 günstiger. Mit Monitor sogar. Ja, das ist ein guter Deal. Ich glaube, das ist ein guter Deal und auch groß, da hast du Platz. Gehen wir raus. Ja, wo gehen wir da hin? In die Gebrauchtwagenabteilung da oder was? Schrottplatz. Ja, ich habe noch Schnäppchen gefragt. Oh. Ups, warte schnell, zack. Oh, die haben da. Die haben eine riesen Auswahl. Oh. Krass. Im Hinterhof. Im Hinterhof. Da stehen gerade ein paar Autos. Oh.
Leck. Leck, leck, leck. Du, da gibt es Preise, der kostet nur 619.000. Krass. Und 200.000 für Sie, es wären nur noch 12.000 Euro, die ich bezahlen müsste. Also das sieht dann schon wieder etwas besser aus. Du, haben die Ausverkauf, oder was ist da los? Wow, geil. Da kommen auch noch die geilen Farben. So ein, oh, der ist ja ganz schick. Das ist eine geile Farbe. Das ist eine ganz geile Farbe. Aha, eine New City, eh? Rocco. Toyota Rocco. ครบค่ะแล้วก็ของแถมครบตัวนี้ไม่ต้องอะไรแล้วพี่เอาซื้อรถไปจุกๆพอตัวนี้ล่ะก็คือถ้าฝากครับ klar wenn dann wird's der aus dem Showroom. Aber es interessiert mich jetzt trotzdem noch schnell, was so ein ganz normaler Kleinwagen kosten würde. Ich meine, wir haben jetzt alles so die Pickups angeschaut, aber was kostet so ein normaler Toyota, wie auch immer die da heißen? Wow, das wäre ja günstig, ey. Das wäre günstig. Schau dir das an, ey. 539.000. Ist schon sauer da, ey. Komm rüber da zu den teuren Fahrzeugen, ruft sie. Finanzminister, ja, ey. Was ist das für eine Frage? Gibt nur einen Finanzminister. Der steht vor dir. Welcher Motor hat der, Joris? Ich habe jetzt nicht geschaut. Aber meine, wir haben jetzt auch einen Honda City. Ich meine, eben das eine, klar. So ein Pickup, so ein Pickup ist natürlich Wunschauto, gell? Aber wenn es hart auf hart kommt und wir bräuchten morgen ein neues Auto, weil unser abliegt, dann ist halt die Frage. Wahrscheinlich irgendwie etwas Günstiges nehmen. Weil, wie gesagt, weißt, wenn du irgendwie so ein normales Auto nimmst, da hast du nachher auch nicht so Kopfschmerzen, wenn du mal irgendeine Beule hast oder so. Er ist klein, er ist flink, kommst überall rein, Parkplätze, Shoppingcenter. Für uns, für den Einkauf ist er natürlich schlecht. Oder? Weil wir wollten was mit einer Ladefläche. Jui? Eine Hocksäne? Ah, nicht mehr Automatik. Ein Job. Mein Peng, mein Job. Ja, also dieser hier ist schon Favorit da. So, jetzt werden wir sie da so richtig runterhandeln. Ah, da übrigens, da sind noch die Kleinwagen da. Also was haben wir hier noch? Das ist ein Toyota Corolla. Oh, Corolla ist teuer. Corolla ist 1 Million. Wow. Wow, der ist 1 Million. Das ist viel. Also das ist unser Favorit da. Da werden wir jetzt schauen, ob wir da einen guten Preis raushandeln können. Der kostet 857.000. Automat. Und der ist, was ist der? 2,4 Liter. Da noch so ein ganz kleiner Yaris, Viertürer, 600.000. Ah, du kannst du noch aussuchen.
Aha. Ah, das ist auch noch interessant. Da kannst du Kontrollschilder noch kaufen. Nummer 2. Gut, wer will schon die Nummer 2 sein? Die Nummer 1, oder? Ja, ich muss dann nachher mit Jui mal noch schauen, weil sie hat jetzt mit der Dame da gesprochen. Prozente, was, wie, wo, werde ich dann, sobald ich mehr weiß, wieder informieren.